بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, heute wieder zu einer neuen Folge. Und heute reden wir inshallah nochmal über ein paar Ahadith, die den Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigen. Und natürlich geht es hier um Aussagen der Gefährten, die über den Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Also Gefährten, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, genauestens beobachtet haben und uns berichtet haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen ist als Mensch. Zum Beispiel haben wir hier die Aussage von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu. Er sagte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wa la mutafahishan. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war niemals jemand, der schlechte Wörter benutzt hat oder der beleidigt hat. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals gemacht. Seine Wörter waren immer schön. Seine Wörter waren immer sauber. Wenn er gesprochen hat, hat er sallallahu alaihi wasallam gesprochen, als ob Duft aus seinem Mund kommt. Sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, die Besten von euch sind diejenigen, die am besten im Charakter sind. Die Besten von euch sind diejenigen, die den besten Charakter haben. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um uns zu zeigen, welchen Maßstab wir haben müssen in Bezug auf die Religion. Wir machen immer den Fehler, wir sehen jemanden, der islamisch aussieht, der in der Moschee immer betet, er fastet montags und donnerstags, ja, er weiß etwas über den Islam, die Frau ist bedeckt, mashallah, sie teilt hier und da ein paar Beiträge über den Islam, und dann denken wir, mashallah, wow, das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Das ist jemand, der die Religion vernünftig praktiziert. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt aber, dass dazu noch mehr gehört. Er sagte, die Besten von euch in der Religion, die Besten von euch bei Allah, die Besten von euch bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Besten von euch unter den Muslimen sind wer? Sind diejenigen, die am besten in ihrem Charakter sind. Und zum Charakter gehört, dass man aufpasst, was man sagt. Dass man niemanden beleidigt, dass man keine schlechten Wörter benutzt. Manche Menschen, subhanallah, wenn sie sprechen, du hast das Gefühl, eine Toilette redet. Wirklich, du hast das Gefühl, es kommen nur Unreinheiten aus seinem Mund. Subhanallah. Und wirklich, es gibt Menschen, Frauen wie Männer wie Frauen. Ja? Es gibt Menschen, Männer wie Frauen. Von außen her sehen sie gut aus, sehen sie schön aus, sehen sie hübsch aus, attraktiv aus. Aber wallahi, sobald sie anfangen zu reden, dir wird einfach nur schlecht. Sobald sie anfangen zu reden, siehst du deren wahres Gesicht, subhanallah. Selbst die Mimik, die Gestik, subhanallah, hat ja auch eine große, spielt ja auch eine große Rolle beim Reden. Also wenn jemand redet, dann redet er nicht einfach nur mit seinem Mund, sondern seine Augen, seine Mimik, ja, sein Verhalten, seine Bewegungen, das alles spielt ja eine Rolle beim Reden. Und subhanallah, es gibt Leute, wenn du siehst und hörst und dabei bist, wie sie reden, die wird schlecht und du willst mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Ganz ehrlich. Eine Frage. Diese Menschen, die so einen schlechten Charakter haben, ja, auch wenn sie gut aussehen, eine Frau, die gut aussieht, attraktiv ist, schön ist, aber einen schlechten Charakter hat. Eine Frage. Würdest du diese Frau heiraten? Würdest du dir wünschen, dass diese Frau die Mutter deiner Kinder wird? Die Mutter deiner Kinder wird? Würdest du nicht. Dieser Mann, den du so cool findest, aber vom Charakter her ist er einfach nur ein schlechter Mensch. Dieser Mann, den du cool findest, aber er einen schlechten Charakter hat und du das weißt, würdest du ihm deine Schwester anvertrauen? Würdest du ihm Geld anvertrauen? Würdest du ihm deine Wohnung anvertrauen? Und das alleine nur vom Charakter, von dem, was die Leute von sich geben, was die Leute reden, was die Leute sagen.
Deswegen, zum guten Charakter gehört, dass wir vernünftig reden. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sein Charakter, sagte Aisha radiallahu anha, war der Koran. Bei Bukhari Muslim überliefert, und das haben wir auch erwähnt. Das heißt, er hat das praktiziert, was im Koran steht, am Charakter. Dass du tapfer sein sollst, dass du korrekt sein sollst, dass du den Armen helfen sollst, dass du den Bedürftigen helfen sollst. Das alles hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam praktiziert. Dann sagte Aisha auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aysarahuma. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Möglichkeit hatte, die Option hatte zwischen zwei Dingen, hat er immer das Einfache ausgewählt, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war von seinem Charakter her einfach. Er war von seinem Wesen her einfach. Er war von seiner Sprache her, von seiner Gestik, von seiner Mimik, von seinem Verhalten her einfach. Und er liebte auch das Einfache. Er liebte auch das Einfache, sallallahu alaihi wasallam. Und er war derjenige, der sich am meisten von den Sünden entfernt hat und von den schlechten Dingen entfernt hat, sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich niemals für sich selber gerecht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sich niemals für sich selber aufgeregt. Er hat niemals für seine Person Rache gesucht, sallallahu alaihi wasallam, niemals. Aber wenn die Grenzen Allahs überschritten worden sind, dann hat er sallallahu alaihi wasallam sich aufgeregt und dann hat er auch Rache gesucht für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn ihm jemand Unrecht getan hat, dann hat er sich nicht aufgeregt, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er nicht die Welt auf den Kopf gestellt, sallallahu alaihi wasallam, so wie wir das machen. Sondern ihn hat das nicht bedrückt. Er hat sich aber für die Religion, hat er sich aufgeregt, sallallahu alaihi wasallam. Wenn die Religion bekämpft wurde, wenn die Religion missachtet wurde, dann hat er sich, sallallahu alaihi wasallam, aufgeregt. Heute wir, das Gegenteil. Wenn wir angegriffen werden, dann regen wir uns auf, dann tun wir alles Unmögliche, damit wir Rache ausüben können. Aber wenn die Religion missachtet wird und angegriffen wird und beleidigt wird, dann tun wir so, als ob nichts passiert ist. Möge Allah uns recht leiten. Anas ibn Malik sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi khuluqan. Der Prophet hatte den besten Charakter überhaupt, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte auch, ich habe nichts angefasst, was weicher gewesen ist als die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich habe nichts gerochen, was besser gerochen hat als der Geruch des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ. Er hat 10 Jahre lang dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gedient. فَمَا قَالَ لِي قَدْ تُؤُفْ. Er hat niemals zu mir gesagt, uff, oh, was machst du da, was tust du da, oder ihn angeschrien oder ihn beleidigt, sallallahu alaihi wasallam, niemals. وَلَا قَالَ لِي شَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ. Er hat niemals gesagt, wenn ich etwas getan habe, warum hast du das getan? وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا. Und wenn ich etwas nicht gemacht habe, hat er niemals gesagt, warum hast du das nicht gemacht? Sallallahu alaihi wasallam. Also sein Charakter ist einfach unbeschreiblich gewesen. Sallallahu alaihi wasallam. Er war einfach der beste Mensch und derjenige, der den besten Charakter hatte, sallallahu alaihi wasallam, für uns als Vorbild einfach. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wir sind alle schwach. Wir sind vom Charakter her alle wirklich sehr, sehr, sehr schwach. Und deswegen brauchen wir auch einen Menschen, der den besten Charakter hatte, damit wir uns auch an diesen Menschen orientieren können. Weil hätten wir jetzt einen Menschen gehabt, der selber schwach ist vom Charakter her, der selber Fehler gemacht hat, dann könnten wir uns gar nicht an ihn orientieren. Und das ist die Weisheit dahinter, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den besten Charakter hatte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Abu Huraira überliefert, einmal war in der Moschee. Und da hat ein Araber, ein Beduine, in der Moschee gepinkelt. Die Geschichte ist den einen oder anderen bekannt. Die Menschen, also die Sahaba, sind aufgesprungen und wollten ihn packen. Und ihr müsst euch vorstellen, er ist in die Moschee reingekommen. Und die Moscheen waren damals nicht wie heute mit Teppich und Klimaanlage und Marmor aus Kütahya und wie auch immer. Nein, die Moscheen damals waren ganz einfach. Es waren einfach nur
Mauern gewesen. Darüber gab es Äste und Palmfasern, die irgendwie die Moschee irgendwie von oben geschützt haben, als Dach sozusagen. Und der Boden war einfach kahl. Es war einfach Erdboden. Ja? Dieser Mann, er wusste nicht, was eine Moschee ist, wie man sich in der Moschee verhalten soll. Er ist reingegangen und hat einfach gepinkelt. Die Sahaba sind aufgestanden. Sie wollten ihn ergreifen. Sie wollten ihn packen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, lasst ihn. Das heißt, lasst ihn weiter pinkeln. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, bringt einen Eimer voller Wasser und schüttet das Wasser über sein Urin. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّنِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. Ihr wurdet geschickt, ihr Sahaba, mit der Botschaft des Islam, als Menschen, die den anderen Menschen den Weg einfach machen und nicht als Menschen, die den Menschen den Weg schwerer machen. Das heißt, die Sahaba sind die Träger des Islam nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat ihnen beigebracht, anhand dieser Situation, dass sie die Menschen einfach behandeln sollen und selber auch einfach sein sollen, vom Charakter her. Und dass sie nicht schwer sein sollen, nicht grob sein sollen, nicht hart sein sollen. Das ist der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das hat er auch seinen Sahaba mitgegeben. Abu Huraira sagte, die Sahaba sagten, Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Ya Rasulullah, du machst mit uns Spaß. Du scherzt mit uns. Du bist lustig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war lustig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Witze gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Spaß gehabt mit den Sahaba. Und die Sahaba haben sich gewundert. Wie kann es sein, ein Prophet, ein Gesandter, der Kontakt hat mit Allah, der von Jibril besucht wird, der die Hölle gesehen hat, der das Paradies gesehen hat, der Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, kein einfacher Mensch, scherzt mit uns, hat Spaß mit uns. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inni la aqulu illa haqqan. Ja, ich habe Spaß mit euch und scherze auch und mache Witze, aber ich sage nur die Wahrheit. Das heißt, ich lüge nicht dabei, um euch zu belustigen. Ich lüge nicht, um euch zum Lachen zu bringen, sondern ich mache Witze und bin lustig und habe Spaß mit euch, aber ich sage immer wieder die Wahrheit. Also es gibt so viele Beispiele vom Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo man einfach nur staunen kann, was für ein Charakter der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte. Zum Beispiel gab es eine Situation, da haben die Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt. Sie sagten, Assalamu alaikum, der Tod soll auf dich sein. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Wa alaikum, er sagte, und auf euch. Aisha aber, radiallahu anha, die ihn so sehr geliebt hat, sie hat sich so sehr aufgeregt, sie sagte, Alaikum, also auf euch soll der Tod sein, Wa la'anakumullah. Allah soll euch verfluchen und Allah soll zornig auf euch sein. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, Mahlan ya Aisha. Aisha, Moment mal. Ja? Alayki bil rifq, du sollst milde sein. Wa iyaki wal unf wal fuhsh. Und halte dich fern von Gewalt. Halte dich fern von schlechten Gerede. Schaut mal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie er mit ihr geredet hat. Dann sagte sie zu ihm, Awalam tasmi' ma qalu, hast du nicht gehört, was sie zu dir gesagt haben? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, hast du denn nicht gehört, was ich gesagt habe? Und dass ich ihnen wa alaikum gesagt habe? Also sie sagten, der Tod sei auf dir. Und dann sagte er, auf euch auch. Und er sagte, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Hast du nicht gehört, dass ich ihm das zurückgegeben habe? Und dass Allah subhanahu wa ta'ala mir diesen Spruch, den ich gesagt habe, auch erfüllen wird, dass sie den Tod bekommen werden. Und dass sie, egal was sie über mich sagen, dass das von Allah nicht angenommen wird. Das heißt, beleidige sie nicht. Fahre sie nicht an. Benutze keine Gewalt. Benutze keine schlechten Wörter. Und das bei Juden, die keine Muslime sind und die den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt haben. Allahu Akbar. Das ist der Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas sagte, es war manchmal so, dass kleine Mädchen die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam genommen haben und mit ihm durch die Stadt gelaufen sind
um mit ihm zu reden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist dann auch mit diesem kleinen Mädchen dann auch gegangen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Prophet, ein Gesandter, ein Staatsmann, ein Führer, ein Krieger, sallallahu alaihi wasallam. Dann kommt ein kleines Mädchen, nimmt die Hand des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und geht mit ihm durch die Stadt, damit sie mit ihm einfach nur reden kann. Und sallallahu alaihi wasallam, ja, und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weist sie nicht ab, sagt ihr nicht, hör mal, ich habe keine Zeit für dich, hör mal, was willst du von mir, hör mal, ich habe keine Nerven dafür. Nein, er geht mit ihr und gibt ihr sozusagen diese Aufmerksamkeit und diese Stellung einfach, nur damit sie zufrieden ist und damit sie auch Ruhe findet, weil sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen konnte und ihm reden konnte. Sallallahu ala Nabiina Muhammad. Aisha wurde gefragt, was hat der Prophet aus dem Zuhause gemacht? Und das ist ein Appell an uns Männer und uns Ehemänner, möge Allah uns recht leiten. Sie sagte, er hat seiner Familie geholfen. Keiner fi mihnati ahli. Er hat seiner Familie geholfen. Das heißt, seine Familie, also die Frauen, haben sich um den Haushalt gekümmert. Aufgepasst, nicht falsch verstehen. Weil manche verstehen das so, dass die Frau sich einfach hinsetzt und einen Film guckt oder am Handy sitzt und der Mann macht den Haushalt. Nein, das ist nicht damit gemeint. Die Frauen haben den Haushalt gemacht, aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihm dabei geholfen und hat versucht, ihnen das zu vereinfachen. Aber wenn das Gebet gewesen ist, also wenn das Gebet eingetroffen ist in der Moschee, dann ist er zur Moschee gegangen und hat alles stehen und liegen gelassen. Das heißt, die Religion war ihm wichtiger. Wenn es um die Religion ging, dann hat er alles stehen und liegen gelassen und ist dann zur Moschee gegangen, um das Gebet zu verrichten. Das heißt, er hat die Religion immer natürlich an erster Stelle gesetzt. Dann sagte Aisha auch, sie sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals Essen kritisiert hat. Wenn er Lust hatte auf ein Essen, hat er gegessen. Und wenn nicht, dann hat er es gelassen. Er hat niemals gesagt, was ist das für ein Essen? Was hast du da gekocht? Du kannst nicht kochen. Ja, nimm dir mal ein Beispiel an die Frau. Nimm dir ein Beispiel an deiner Mutter. Oder nimm dir ein Beispiel an meiner Schwester. Oder nimm dir ein Beispiel an meiner Mutter. Lern mal bei den Frauen zu kochen. Guck dir Videos an, wie man kocht. Dein Essen ist schrecklich. Dein Essen ist schlecht. Das hat er, Rasulullah, niemals gesagt. Und deswegen sollten wir uns auch als Ehemänner ein Beispiel daran nehmen. Warum? Weil die Frau, sie hat vielleicht Stunden an diesem Essen gestanden. Dann kommst du nach 2-3 Stunden und sagst, das Essen war schlecht. Wie geht das? Die Frau hat ihre Zeit geopfert, ihre Kraft geopfert, damit sie für dich kocht. Nur damit du am Ende dann sagen kannst, das Essen war schlecht. Das ist nicht vom Charakter eines Muslims. Das gehört nicht zum islamischen Charakter. Dann sagte sie auch, Aisha radiallahu anha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals etwas mit seiner Hand geschlagen, weder eine Frau noch einen Diener, außer er war im Kampf. Wenn er im Kampf gewesen ist, dann da schlägt man nicht nur mit der Hand, da schlägt man sogar mit dem Schwert, damals vor allen Dingen in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn ihn jemand angegriffen hat, persönlich, hat er sich niemals dafür gerecht, sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn die Grenzen Allahs überschritten worden sind, dann hat er sich für Allah gerecht. Das heißt, er hat sich aufgeregt, wenn die Religion angegriffen worden ist. Wenn sich über die Religion lustig gemacht worden ist. Wenn die Muslime angegriffen worden sind. Dann hat er sich, sallallahu alaihi wasallam, aufgeregt und dann ist er aufgestanden und dann hat er versucht, etwas dagegen zu machen. Dann zum Ende nochmal ein Hadith von Anas ibn Malik überliefert. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er jemanden gegrüßt hat, dann hat er seine Hand ausgestreckt und demjenigen die Hand geschüttelt, bis derjenige seine Hand weggenommen hat. So lange hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hand geschüttelt. Und er hat demjenigen ins Gesicht geschaut, bis derjenige dann halt weggegangen ist. Das gehört auch zum Charakter eines Muslims, dass man, wenn man grüßt, dass man mit der rechten Hand grüßt und dass man die Hand schüttelt
Wir wissen ja anhand von den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man die Hand schüttelt, dass die Sünden von beiden Muslimen vergeben werden. So wie Blätter von einem Baum hinabfallen, so fallen die Sünden von den Händen hinab, wenn man die Hände schüttelt bei der Begrüßung. Und genauso sollte man denjenigen dann anschauen. Und nicht wie manche, die geben die Hand so, während man denjenigen nicht anschaut, das ist respektlos. Man muss denjenigen anschauen, man muss demjenigen Aufmerksamkeit schenken, man muss demjenigen Respekt schenken, wenn man jemanden die Hand gibt, um ihn zu grüßen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt eines, wenn er mit jemandem saß, dann hat er sich auch dementsprechend verhalten. Das heißt, er saß vernünftig gegenüber dem anderen, nicht auf einer respektlosen Art, indem er zum Beispiel seine Füße ausstreckt oder so. Nein, er saß auf einer vernünftigen, schönen Art, wenn jemand mit ihm zusammen saß, mit ihm zu reden, mit ihm zu sprechen. Das waren einige Aussagen des Sahaba über einige Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir uns auch ein Beispiel daran nehmen und damit wir auch versuchen, so zu sein wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah unseren Charakter verbessern und uns mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nächsten Tag vereinen und uns Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schenken. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.